Verlassungspunkt 4, bleiben aber thematisch bei den Tagesordnungspunkten 5 und 6, die wir gemeinsam beraten, weiter beim Thema. Ich schlage vor, dass wir hinsichtlich der Behandlung zunächst die jeweiligen Anträge einführen lassen. Dann gibt es zum Antrag zum Tagesordnungspunkt einen Ersetzungsantrag der SPD, der ebenfalls eingebracht wird. Dann schlage ich vor, dass wir das Rederecht, das an Frau Professor Becker erteilt ist, aufrufen und wir so dann in die reguläre Beratung entsprechend der Reihenfolge, wo hier die AfD-Fraktion beginnt, einsteigen. Zunächst die Frage, der interfraktionelle Antrag als solches wird von wem eingebracht? Von Frau Barkow. Dann würde also Frau Barkow zunächst den interfraktionellen Antrag einbringen und schließlich die SPD den Ersetzungsantrag machen. Sie werden den zweiten Antrag, der auch von Fraktion Die Linke ist, gleich mitbringen. Und dann als drittes würden wir dann Frau Professor Becker aufrufen. So machen wir es. Bitte sehr, Frau Barkow, Sie haben das Wort. So machen wir es. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren. Die Zukunft des Sachsenbades ist ein durchaus emotionales Thema. Ich denke, das konnten wir in der eben geführten Debatte deutlich spüren. Insbesondere Heidi Geiler, die Vertreterin der Bürgerinitiative, machte das deutlich. Das Sachsenbad ist ein Thema, was die Leute umtreibt, insbesondere natürlich in Pieschen. Wo immer man das Thema Sachsenbad anspricht, hört man Aussagen wie, da habe ich schwimmen gelernt, das sollte wieder öffnen. Seit vielen Jahren ist die Bürgerinitiative, die heute hier vertreten ist, schon gesprochen hat und noch sprechen wird, aktiv und kämpft für die Sanierung und Wiedereröffnung des Bades als Bad. Im Stadtrat haben wir auch schon etliche Male über die Zukunft des Sachsenbades gesprochen, verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten geprüft und prüfen ganz aktuell durch die Stesat auch wieder Nutzungsmöglichkeiten. Wir als Linksfraktion haben uns dabei immer dafür stark gemacht, dass das Sachsenbad als Bad wiedereröffnet und erhalten wird. Wir wollen nicht, dass es an einen privaten Investor verkauft wird, der daraus ein Bürogebäude machen möchte. In den letzten Monaten haben einige Fraktionen ihre starre Haltung zur Frage, wie weiter mit dem Sachsenbad, etwas gelockert und signalisiert, dass sie sich auch Vorschläge jenseits eines Verkaufs vorstellen können, zumindest bereit sind, zu überdenken. Es ist also wieder Bewegung in die Diskussion gekommen und diese Bewegung begrüße ich wirklich, wirklich sehr. Und sie zeigt ja auch, ist es notwendig, nochmal, gerade jetzt auf der Zielgeraden sozusagen, alle denkbaren Informationen einzuholen, um sich hier im Rat ein fundiertes Urteil bilden zu können. Und dazu zählen für uns als Linksfraktion die Meinungen aus der Bürgerschaft. Dazu liegt der eine Antrag vor. Und der zweite Antrag möchten wir anregen, dass jetzt bei dem Stand, wo wir jetzt sind, wenn das Gutachten der Stesat vorliegt, wir dann nochmal wirklich eine Fachdiskussion im zuständigen Bauausschuss führen und Expertinnen und Experten einladen, die dann nochmal eine Stellungnahme abgeben zu der Vorlage des Oberbürgermeisters zum Verkauf des Sachsenbades, genauso aber auch zu unserem Antrag, das Bad zu erhalten und zu den Ergebnissen der dann vorliegenden Stesat-Studie. In den vergangenen Jahren hat die Initiative Endlich Wasser in Sachsenbad nahezu 3000 Unterschriften gesammelt, um ein nach der Beteiligungssatzung mögliches Bürgerforum zum Sachsenbad abzuhalten. Ziel und Inhalt eines Bürgerforums ist es, nachdem, so wie es in der Satzung heißt, gleichberechtigten Meinungsaustausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Stadträtinnen und Stadträten und dem Oberbürgermeister eine Empfehlung zu einem Vorhaben abzugeben. Es wird also bei einer Veranstaltung erstmal die aktuelle Sachlage klar verständlich dargestellt. Es werden Fragen geklärt, Statements abgegeben. Und am Schluss der Diskussion, das ist nämlich das Besondere daran, wird mit allen Beteiligten ein Ergebnis gefunden und auch darüber abgestimmt. So sieht es die Satzung vor. Und diese Empfehlung soll dann in die Entscheidung im Stadtrat einfließen. Für die FDP mag ja die Beteiligung der BürgerInnen lästige Verzögerung sein, aber für uns als Linke ist sie die Grundlage für kommunale Politik.
Corona machte den Planungen leider einen Strich durch die Rechnung. Das Bürgerforum konnte nicht, wie angedacht, letzten November stattfinden. Aber es wurde ja schon angesprochen, es gibt mittlerweile bereits einen Alternativtermin Mitte April, bei dem nach aktuellen Corona-Schutzvorgaben ein Bürgerforum möglich ist. Und die AntragstellerInnen haben dieser Variante auch zugestimmt. Für uns folgt daraus aber auch logischerweise, dass die Vorlage zum Verkauf des Sachsenbades, die nämlich auch schon öfter auf der Tagesordnung des Stadtrates stand, das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit und da erst wieder runterdiskutiert werden musste, dass eben diese Verkaufsvorlage genauso aber auch wie unser Antrag erst dann hier im Stadtrat beraten und beschlossen werden kann, wenn eben die Ergebnisse des Bürgerforums vorliegen. Das soll und muss ermöglicht werden. Das Ziel bei der Erarbeitung der Beteiligungssatzung war es ja, BürgerInnen in Entscheidungsprozesse stärker einzubeziehen. Und hier lugt nun der erste Versuch vor, eine Beteiligungsmöglichkeit, die eben in dieser Satzung gegeben wurde, zu realisieren. Und ich denke, dieser Aufschlag sollte natürlich genauso umgesetzt werden, dass er auch als Vorbild taugt. Daher haben wir heute hier den Antrag zur Diskussion gestellt und möchten beim Punkt 1 unseres Antrages den Formulierungsvorschlag der SPD aufnehmen. Das Ziel ist da das gleiche, da können wir uns so einigen, dass wir einfach da Punkt 1 des Änderungsantrages so in unseren übernehmen. Den zweiten Punkt des Antrages werden wir so lassen, wie er dort steht, dass eben die Entscheidung erst nach dem Forum getroffen werden kann. Ich möchte noch zwei, drei Sätze zu dem zweiten Antrag einbringen. Wir möchten, dass wir wirklich nochmal fundiert auch mit externen sachverständigen Meinungen diskutieren können und hier eine Entscheidung treffen können, die, mit der uns alle sehen lassen können, auch im Stadtteil, die fundiert ist. Und daher bitten wir darum, dass im federführenden Bauausschuss eine Expertinnenanhörung stattfinden wird, die dann alle auf dem Tisch liegenden aktuellen Studienergebnisse, die wir haben, nochmal bespricht. Dann wird auch das BürgerInnenforum sein Abstimmungsergebnis schon präsentiert haben und das dann in einer konzentrierten Expertinnenanhörung nochmal diskutiert werden kann. Genau, daher bitte ich, das lange diskutierte Thema Sachsenbad wirklich auch demnächst zu einem guten Schluss zu bringen, zu einem guten Beschluss im Stadtrat zu bringen und im Vorfeld aber alle Beteiligungen und Informationsmöglichkeiten zu nutzen, die wir haben. Und die bestehen heute, denke ich, hier darin, das Bürgerforum so stattfinden zu lassen, genauso wie auch die Expertinnenanhörung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Barko. Wir rufen nun auf den Änderungsantrag SPD-Fraktion. Herr Drews wird ihn einbringen. Im Text ist der Antrag überschrieben Änderungsantrag. In der Sache ist es ja Ersetzungsantrag. Wenn Sie das vielleicht in der Einbringung noch mal deutlich machen, weil es ja fürs Abstimmungsverfahren dann relevant ist. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, vielleicht gleich mal zu der formalen Frage vorweg. Es ist ein Änderungsantrag, den wir hier eingereicht haben. Im Punkt 1 hat ja die Kollegin Barko auch gerade eben schon gesagt, ist die Formulierung, wie wir sie auch getroffen haben, nämlich die Formulierung aus der Bürgerbeteiligungssatzung, dass das Ergebnis des Bürgerforums zu erwägen ist, ja jetzt schon in die neue Fassung des linken Antrages eingeflossen und die Ergänzungen und damit sozusagen Änderungen in dem Punkt 2 des Antrages der Linken und der Fraktionslosen, die wollen wir mit diesem Änderungsantrag da gern noch ergänzen. Inhaltlich eint uns, glaube ich, alle hier das Ziel, das hat auch die Aktuelle Stunde gerade gezeigt, dass wir wollen, dass das Sachsenbad wieder zum Leben erweckt wird, dass es eine Sanierung dieses Denkmals gibt und dass es auch wieder die Möglichkeit gibt für die Dresdnerinnen und Dresdner, dieses Gebäude nicht nur im ruinösen Zustand von außen anzuschauen, sondern tatsächlich auch wieder betreten zu können. Ich glaube, was ganz viele hier im Raum auch eint, ist, dass wir wollen, dass das Bürgerforum durchgeführt wird. Und auch ich möchte mich da beim Kollegen Kühn bedanken für die moderative Vermittlung, dass wir jetzt dazu kommen, dass dieses Bürgerforum tatsächlich stattfindet und wir damit die Bürgerbeteiligungssatzung zur Anwendung bringen können. Ich glaube, das
Was uns hier im Raum auch einen sollte, ist, dass wir eine zeitnahe Entscheidung in dieser Frage brauchen. Weil im Gegensatz zu den Ausführungen von Frau Barkow, dass die Gefahr droht, über die Verkaufsvorlage abzustimmen, bevor das Bürgerforum stattgefunden hat, die rein faktisch eigentlich nicht mehr gegeben ist, weil das Bürgerforum terminiert ist vor der nächsten Stadtratssitzung und es damit dieses Gremium gar nicht mehr die Möglichkeit hat, vorher darüber abzustimmen, besteht doch die Gefahr, dass wir die Abstimmung so lange verzögern, dass das Kaufsangebot des privaten Investors verfällt und eine neue Verkaufswertermittlung notwendig ist, die dieses ganze Verfahren dann wieder ad absurdum führen würde. Und genau diesen Fehler wollen wir nicht machen und genau deswegen wollen wir in dem zweiten Punkt ergänzen, dass wir die Entscheidung auf der nächsten Stadtratssitzung dann treffen, nachdem das Bürgerforum stattgefunden hat, aber bevor die Verkaufswertermittlung erneuert werden müsste. Es ist schon vielfach darauf hingewiesen worden, wir haben mehrere mündliche Vorschläge vorliegen, was es alles an Optionen für das Sachsenbad gibt. So richtig handfest haben wir sie noch nicht vorliegen. Wir haben das Ergebnis der Ausschreibung vorliegen mit dem eben schon erwähnten Ablaufdatum. Wir haben aber noch nicht vorliegen die Stesat-Prüfung und auch nähere Ausführungen zu dem interessanten Vorschlag des Sportbürgermeisters und vor allen Dingen eine Einschätzung des Denkmalschutzes in dieser Frage haben wir noch nicht vorliegen. All das werden wir demnächst bekommen. Das wird dann im Bürgerforum diskutiert. Das ist auch richtig so, dass das im Bürgerforum diskutiert wird. Und dann muss es aber auch zeitnah in den zuständigen Fachausschuss gehen und hierher in den Stadtrat kommen zur Entscheidung. Und unser Wunsch, unsere Erwartung ist an dieser Stelle auch, dass es eine Aufbereitung durch die Verwaltung und einen Vorschlag für eine Vorzugsvariante gibt. Deswegen haben wir das auch nochmal in unseren Änderungsantrag mit reingeschrieben, weil ich glaube, diese Einschätzung, welche Konsequenzen an den unterschiedlichen Varianten dranhängen, auch welche Preisschilder am Ende an den unterschiedlichen Varianten dranhängen, die müssen am Ende des Prozesses schon nochmal zusammengeführt werden und können nicht einfach nur nebeneinander stehen gelassen werden. Und dafür braucht es die Aufbereitung durch die Stadtverwaltung und die Formulierung einer Vorzugsvariante, die dann auch dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau entsprechend zur Kenntnis gegeben werden müsste. Wir, um das nochmal abschließend zu wiederholen, wir sind sehr dafür, dass wir zeitnah zu einer Entscheidung kommen, um das dem Sachsenbad eine Zukunft zu geben, die anders aussieht, als sie im Moment aussieht. Aber wir sollten uns keine der Möglichkeiten vergeben und eine ehrliche Debatte miteinander führen, wie wir mit dem Sachsenbad weitermachen wollen, auch bevor die Option eines möglichen Verkaufs vom Tisch ist. Deswegen bitten wir um die Zustimmung zu dem Änderungsantrag und am Ende dann um ein positives Votum für den geänderten Gesamtantrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dres. Wir kommen nun, wie vereinbart, zum Rederecht. Ich darf Frau Professor Becker begrüßen, Sie nach vorne bitten und das Rednerpult ist für Sie vorbereitet. Die nächsten 5 Minuten dürfen Sie zu uns sprechen. Herzlich willkommen. Bitte sehr. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank erstmal, dass die Bürgerinitiative Endlich Wasser ins Sachsenbad heute auf Einladung der Fraktion der Grünen zu diesem interfraktionellen Antrag sprechen darf. Wir sind heute schon so oft zitiert worden, das freut uns auch sehr, nämlich dass wir wahrgenommen als Bürgerinitiative, die über Jahre für Sachsenbad kämpft. Immer wieder schon nutzte auch in der Vergangenheit die Bürgerinitiative jede erdenkliche Möglichkeit, die die städtische Politik bietet, Wünsche und Anregungen der Dresdner Bürgerinnen und Bürger zur Zukunft des Sachsenbades in die Debatte einzubringen. Von der Bürgerfragestunde bis zur E-Petition Sachsenbad als Gesundheitsbad, die in 4 Wochen von über 4.000 Menschen unterstützt wurde. Und nun nutzten wir eben diese neue Bürgerbeteiligungssatzung, für die sich die Grünen maßgeblich eingesetzt haben. Vielen Dank auch dafür. Denn das ist es, was wir seit Jahren tun und versuchen, Bürgerinnen Chancen aufzuzeigen, aktiv ihre Anliegen und Ideen äußern. Denn wir glauben durchaus, dass sich politische Meinungsbildung auch aus dieser intensiven Auseinandersetzung mit den Bürgerinnen und Bürgern und derer Ideen speist. Zum Sachsenbad wollten wir alle Bürgerinnen nochmal ermöglichen, ihre Meinung über die auf dem Tisch liegenden Konzepte mit Ihnen,
die Entscheidung zum Schluss auch treffen müssen, persönlich zu führen. Nach Bürgerbeteiligungssatzung ist genau das Sinn und Zweck eines Bürgerforums. Deshalb haben wir Anfang letzten Jahres beschlossen, Unterschriften für ein Bürgerforum zur Zukunft des Sachsenbades als stadtweites Anliegen zu sammeln. Im September 2020 hatten wir über 3000 Unterschriften gesammelt und nach Prüfung das notwendige Quorum erreicht. Der erste eingereichte Antrag nach Bürgerbeteiligungssatzung überhaupt und der Aufwand war immens. Letzten Sommer war auch schon Corona, nur noch mal zur Erinnerung. Und für alle, die es nicht wissen, über 3000 Menschen gaben uns ihre Meldeadresse, ihr Geburtsdatum und ihre Unterschrift, dass dieses Bürgerforum stattfinden kann, bevor ein endgültiger Beschluss gefällt wird. Das Ziel der Bürgerinitiative ist bekannt. Wir wollen das Sachsenbad als öffentliches Gebäude, vorzugsweise als Gesundheitsbad, erhalten. Wenn die Wasserfläche, wie Dr. Lames in der Einwohnerversammlung betont hat, zu klein ist, muss eben ein Wasserbecken im Norden angebaut werden. Kein Problem. Das schadet einem Gesamtentwicklungskonzept der zusammenhängenden städtischen Grundstücke, Wurzner Straße, Rehefelder Straße, keinesfalls. Ende März, wie auch schon des Öfteren jetzt erwähnt, werden weitere Konzeptüberlegungen der Stesat vorliegen, die neben dem Konzept des privaten Bieters oder dem Konzept Gesundheitsbad der Bürgerinitiative im Rahmen dieses Bürgerforums offen diskutiert werden können. Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Stesat beauftragt wurde, sich nochmals mit dem Gebäude und dem Gesamtgelände auseinanderzusetzen. Aber ja, wir hätten uns dies früher gewünscht, denn Konzepte entwickeln sich in der Diskussion ja oftmals auch weiter. Wir bitten Sie, Mitglieder des Stadtrates, den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen des Bürgerforums zuzuhören, mit ihnen die verschiedenen Konzepte zum Sachsenbad zu diskutieren, und zwar bevor endgültige Beschlüsse gefasst werden, die gegebenenfalls auch das Ende des Sachsenbades als städtisches Gebäude bedeuten könnten und eine nachhaltige Entwicklung des Gesamtgeländes auch für die Zukunft verhindern. In Anbetracht des Pandemiegeschehens Ende Oktober letzten Jahres schien uns eine Durchführung des Bürgerforums als nicht verantwortbar und wir haben der Verwaltung eine Verschiebung bis Mitte April 2021 angezeigt. Damit konnte jedoch der in der Satzung festgeschriebene Zeitraum von 10 Wochen für die Durchführung nicht eingehalten werden. Klar, in Corona-Zeiten geht eben einiges nicht, was in Satzungen oder Gesetzen steht. Die sind ja auch nicht für die Pandemie gemacht. Die Corona-Zahlen werden in den nächsten Wochen weiter steigen. Aber heute gibt es Schnelltests. Knapp 10% der Bürgerinnen haben zumindest eine erste Impfung erhalten. In der Messe ist viel Platz und die Hygienekonzepte sind erprobt. Der bereits geplante Termin, voraussichtlich jetzt der 19. April, wird also stattfinden und wir werden dieses Bürgerforum in Präsenz, in Teilpräsenz zumindest durchführen können. Vielleicht nochmal auch zur Aufklärung. Das Bürgerforum kann in unserer Ansicht nach nicht digital stattfinden, weil ganz bestimmte Abstimmungsergebnisse nur erzeugt werden können, wenn die Leute im Prinzip wahlberechtigte Dresdnerinnen und Dresdner sind. Und das können sie juristisch nicht am Computer überprüfen, wer da abstimmt. Das heißt, wir sahen uns gar nicht in der Lage, dieses Bürgerforum digital durchführen zu lassen. Im Unterschied zur Einwohnerversammlung, wo ja tatsächlich eher ein Informationsaustausch geflossen ist, wo es aber gar keine Abstimmung gibt. Wir unsererseits, und damit reagieren wir auch heute auf diese Pandemiesituation, werden über eine Postkartenaktion versuchen, die Meinungen von Bürgerinnen und Bürgern zu verschiedenen Konzepten zu sammeln und in diesen Diskussionsprozess einfließen zu lassen. So müssen sich nicht alle, denen die Zukunft des Sachsenbades am Herzen liegt, in eine Präsenzveranstaltung begeben. Wir begrüßen diesen eingebrachten Antrag, auch wenn die zeitliche Abfolge es praktisch eigentlich auch jetzt so ergibt. Das war aber zum Zeitpunkt des Antrags eigentlich gar nicht sicher. Und ich bin ganz dankbar, dass sich da Leute drum kümmern, dass das, was wir den Leuten, die uns diese Unterschrift gegeben haben, versprochen haben, ihr könnt mit denen reden, bevor die entscheiden. Dafür haben die diese Unterschrift gegeben,
dass das jetzt auch so stattfinden kann. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele diesem Antrag zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Becker. Wir treten damit in die Fraktionsrunde ein. Und ist dran die AfD-Fraktion, Herr Vetterlein. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr stellvertretender Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Sachsenbad gehört ohne Frage zu den traditionsreichsten Gebäuden in Dresden. Und viele, vor allem ältere Bürgerinnen und Bürger, verbinden mit ihm Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugendzeit. Unstrittig sollte auch sein, dass dieses Objekt in seiner architektonischen Gestaltung erhalten werden sollte. Ebenso, dass die Dresdnerinnen und Dresdner zur weiteren Verwendung des Gebäudes gehört werden müssen, denn es ist ein Grundanliegen der Politik unserer Partei. Die Bürgerbefragung, das Bürgerforum, das, wie bekannt sein dürfte, nur zur Meinungsbildung dient und keinen beschließenden Charakter hat, hat, wenn auch den Umständen der derzeitigen Situation folgend, in digitaler Form bereits stattgefunden. Warum, werte Kolleginnen und Kollegen von Rot-Rot-Grün, wollen Sie das nun wiederholen? Wenn Sie einen Bürgerentscheid dazu fordern würden, wäre das noch verständlich. Aber so verbreiten Sie nur heiße Luft. Seit fast 30 Jahren steht das Sachsenbad nun leer und die Gebäudesubstanz verfällt zusehends. Es ist also dringend an der Zeit, etwas zu tun und eine verbindliche Entscheidung zu treffen. Eine erneute Nutzung als vollumfängliches Schwimmbad lässt sich nicht darstellen und ist, gerade auch unter dem Blickwinkel der derzeitigen Haushaltssituation der Stadt Dresden, finanziell nicht möglich. Der angedachte Verkauf an einen Investor, den entsprechend um einen Ausbau und die anschließende Nutzung, zum Beispiel auch als Stadtteilzentrum, also nicht nur kommerziell, wäre zu begrüßen und zu favorisieren. Offensichtlich ist allerdings auch, dass im Dresdner Norden und hier insbesondere im Stadtteil Pieschen nicht genügend Wasserfläche für die Freizeitnutzung der Bürgerinnen und Bürger, für den Trainingsbetrieb der Sportvereine und für den Schwimmunterricht unserer Kinder zur Verfügung stehen. Dem könnte man Abhilfe schaffen, zumindest indem ein Teil des Verkaufserlöses für den perspektivischen Bau eines neuen, modernen und den Anforderungen entsprechenden Schwimmbades in diesem Teil der Stadt genutzt wird. Meine Fraktion, die AfD, würde ein solches Ansinnen vorbehaltlos unterstützen. Ich danke Ihnen. In der Fraktionsrunde Die Linke, zurzeit nicht. SPD-Fraktion, FDP, verzichtet Freie Wähler. Herr Nitsche, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, wir als Freie Wähler stehen voll und ganz hinter der Bürgerbeteiligung und auch voll und ganz hinter dem Bürgerforum. Der vorherige Stadtrat hat das Bürgerforum geschaffen und das ist eine sehr gute und auch sehr sinnvolle Möglichkeit. Ich möchte vielleicht dem einen oder anderen hier die eine Angst nehmen bzw. eine Unsicherheit. So ein Bürgerforum kann auch Dinge beschließen, denn jeder, der an diesem Bürgerforum teilnimmt, kann dort einen Antrag einbringen und kann diesen Antrag zur Abstimmung stellen. Und die Abstimmungsergebnisse werden im Protokoll des Bürgerforums vermerkt und anschließend werden sie bei der Berücksichtigung oder bei der Beschlussfassung, die dann später folgt, berücksichtigt und, so steht es da, in Erwägung gezogen. Es ist eine Empfehlung. Und jetzt ist die große Frage, was ist eine Empfehlung? Und scheinbar gibt es hier einige Unsicherheiten darüber, was eine Empfehlung ist.
Eine Empfehlung ist etwas, was die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache lenkt, was ein Sachverhalt nochmal verdeutlicht, was ein Sachverhalt sozusagen nochmal Informationen enthält, Anweise, Erinnerungen, Hinweise, die sinnvoll sind. Eine Empfehlung legt einen Beschluss nahe, eine Empfehlung ist aber nicht verbindlich. Nochmal für alle, die sozusagen Angst vor Bürgerbeteiligung haben und vielleicht der Meinung sind, es geht dadurch sozusagen ihre eigene Entscheidungsbefugnis dahin und sie werden dann an das gebunden, was dort beschlossen wird. Nein, so ist es nicht. Eine Empfehlung, in einer Empfehlung wohnt das Bestreben inne, den Willen dessen, an den sie gerichtet ist, zu beeinflussen. Man will damit unseren Willen beeinflussen, man beeinflusst ihn aber nicht, beziehungsweise nur insoweit, wie sich jeder von Ihnen, der ja hier frei ist in seiner Entscheidung, beeinflussen lässt. So viel nochmal zu der Tatsache, was ist ein Bürgerforum und wie viel Macht hat man auf so einem Bürgerforum. Ich hatte es gerade schon gesagt, wir stehen voll und ganz dahinter, weil wir finden, Bürgerbeteiligung ist wichtig. Ich habe es vorhin schon gesagt, Partizipation ist unheimlich wichtig und ich kann Ihnen nur sagen, denken Sie immer daran, nicht nur dann, wenn Ihnen das Thema besonders wichtig ist oder besonders stark am Herzen liegt. Denken Sie bitte immer daran, Bürgerbeteiligung ist wichtig, auch dann, wenn es Ihnen oder uns nicht passt. Vielen Dank. Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will für die Grüne Fraktion noch kurz darstellen, wie wir uns zu den Anträgen verhalten. Zunächst nochmal zusammenfassend mein Dank an die Linke, mein Dank auch vor allen Dingen an Kati, die sich ganz lange für das Bad engagiert und an die Bürgerinitiative, auch an die Grüne Fraktion, die ganz klar sagt, dass sie keinen Verkauf des Sachsenbades möchte, sondern dass sie dieses Eigentum in städtischer Hand behalten will und eine Sanierung dort gern mitgehen will. Ich freue mich auch über die Initiative unseres Sportbürgermeisters Peter Lames, denn er hat in gewisser Weise wieder etwas Schwung in die Debatte gebracht und hat zum ersten Mal diese Idee hier in den Raum geworfen, dass man dort eventuell doch, was man immer verneint hat, hängt sicher mit dem nicht mehr vorhandenen Standort Harcourtstraße zusammen, über ein Bad nachdenkt. Und nun hat er das Gespräch gelenkt auf die Frage, ob man im Sachsenbad ein modernes Schwimmbad einbauen kann. Und die Denkmalpflege, die Oberdenkmalbehörde, hat eigentlich sehr klar gesagt, dass das so nicht gehen wird. Das sollten wir auch zur Kenntnis nehmen und den Denkmalschutz da nicht kritisieren, denn er tut am Ende da nur das, wozu er da ist. Ich finde aber trotzdem die Debatte und die Fragestellung, ob es sinnvoll ist, das Sachsenbad zu behalten, kommunal zu sanieren und dann mit einem Schwimmhallenanbau sozusagen aufzuwerten, sehr interessant. Und das wäre für mich persönlich und auch für viele meiner Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich die wertvollste Möglichkeit. Denn, Herr Hase, das will ich schon sagen, es ist ein bisschen absurd, wenn wir hier feststellen, dass wir 27 Jahre das Sachsenbad in einen Dornröschenschlaf versetzt haben. Und ich erinnere noch mal daran, wir haben es damals geschlossen mit dem Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger in Pieschen, wir sanieren es euch. Wir haben es nur nicht getan, weil alles andere wichtiger war. Und wenn wir diese Idee haben, dass wir dort das Sachsenbad sanieren mit einem neuen Schwimmbad, dann finde ich das eine wirklich zukunftsweisende Idee, die wirklich für den Stadtteil, aber auch für die Stadt Dresden sehr, sehr wertvoll wäre. Und wie wäre es denn jetzt, wenn wir sagen, ah, wir verkaufen sozusagen das Sachsenbad, dann sanieren wir das, dann kommt da irgendwas rein und dann bauen wir direkt daneben ein Schwimmbad. Also ich als Pieschner würde so machen, ganz im Ernst. Ich verstehe sozusagen Ihre Intentionen, aber Sie müssen das ja mal aus Sicht dieser Leute sehen, die jetzt dort auch sich über Jahrzehnte dafür eingesetzt haben, dass dieses Sachsenbad städtisch bleibt und dass es eben saniert wird. Ich bin sehr dankbar, dass Bürgermeister Kühn diese Stesat-Studie zusammen mit dem Axel Walter auf den Weg gebracht hat. Und wir werden das Ergebnis ja hören. Wir werden hören, was da drin steht. Und wir werden es dann bewerten. Und die Linke hat ja nun verschiedene Anträge dazu gestellt. Und natürlich, das Beteiligungsformat ist ganz zentral. Und das wurde ja auch gesagt. An dieser Stelle nochmal ausdrücklich Dank an meinen Kollegen Johannes Lichti, der sich ganz viele Jahre eingesetzt hat, dass es diese Bürgerbeteiligungssatzung gibt.
und dass es überhaupt möglich ist, dieses Bürgerforum in dieser demokratischen Beteiligungskultur abzuhalten. Und dieses Bürgerforum, ja, das wollen wir als Grüne natürlich, dem stimmen wir zu, weil wir das total wichtig finden, dass die Bürgerinnen und Bürger sich dort einbringen. Bei dem vorgeschlagenen Antrag der SPD halten wir es wie die Linke. Wir stimmen dem ersten Punkt zu, dem zweiten nicht. Und bei der Anhörung zur Zukunft des Sachsenbades, dort sagen wir, oder sage ich mal, das ist am Ende sowieso eine politische Entscheidung. Das haben wir gemerkt. Es ist eine politische Entscheidung und wir werden die Stesat-Studie haben. Und wir werden sie natürlich im Ausschuss haben und sie wird vorgestellt werden. Und ich glaube, diese Schleife jetzt mit einer Anhörung noch zu drehen, ersetzt uns am Ende nicht die politische Entscheidung. Nur das wird sie sein. Es ist eine politische Entscheidung. Wollen wir das Sachsenbad kommunal? Ja oder nein? Und deswegen sagen wir, diese Anhörung ist verzichtbar. Das Bürgerforum, das unterstützen wir als Grüne Fraktion sehr gern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schäfer, CDU-Fraktion. Herr Böhm, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt haben wir ja zwei Anträge hier. Bei dem einen geht es um die Bürgerbeteiligung. Gut, dass sie stattfindet. Wir haben der Sache immer positiv gegenübergestanden, haben natürlich aber das Problem gesehen, dass es möglicherweise nicht umsetzbar ist und sehen natürlich auch die Fristen. Der Antrag der Linken, der diesbezügliche, hat sich ja eigentlich erledigt, da das Bürgerforum nun Mitte Mai stattfindet und terminiert ist. Den Punkt 1 sahen wir sehr kritisch, weil es da eben nicht um Beachten ging, sondern hier die Wünsche und die Beschlüsse des Bürgerforums Grundlage sein sollten für die Beschlüsse des Stadtrates. Das geht so nicht. Punkt 2 werden wir ebenfalls ablehnen, weil keiner weiß, wie die pandemische Lage in den nächsten Wochen sich entwickeln könnte. Niemand weiß das. Und wenn es dazu kommt, dass aus irgendeinem Grund die Bürgerwerkstatt leider nicht stattfinden kann, dann würden wir komplett die letzte Chance, die zumindest jetzt faktisch da ist, dort den Investor das Grundstück noch zu verkaufen, reißen. Wir werden bei diesem Thema aber dem Antrag der SPD zustimmen. Wir müssten dann nur noch mal hier technisch dann klären, wie das dann läuft, weil jetzt ja die Linke Punkt 1 übernommen hat. Wie gesagt, Punkt 2 der Linken tun wir in jedem Fall ablehnen. Da stimmen wir dem Antrag der SPD zu. So, jetzt noch mal zum Thema Anhörung. Kollege Löser hat ja dann doch noch ein paar Worte mehr dazu gesagt. Das Thema zieht sich bei mir jetzt auch seit 7 Jahren durch meine Stadtratstätigkeit. Wir haben damals ja, hatte ich ja schon bereits gesagt, die Initiative gebracht, die jetzt zum Schluss in diese Vorlage und auch in diese Diskussion führt, haben das Thema damals von Kopf auf die Füße gestellt. Es ist nur so, solange es keine andere bautechnisch, baurechtlich und finanziell abgesicherte konkreten Vorschläge der Verwaltung gibt, ist dies für uns die einzig wirklich greifbare Zukunftsoption für das Gebäude, was derzeit vorliegt. Andere Vorschläge von Bürgern, Stadträten und Bürgermeistern gab es in der Vergangenheit viele, auch aktuell, jedoch ohne einen konkret ausfinanzierten und in der Verwaltung abgestimmten Vorschlag. Sind das alles nur Luftblasen, weil insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten niemand außer der Verwaltung und dem Oberbürgermeister neben einer gut gemeinten Idee einen seriösen Umsetzungsvorschlag machen kann. Insoweit ist auch von einer wenig konkreten Anhörung ebenso wenig zu erwarten. Hinzu kommt, dass neben Restriktionen aufgrund hin jedem Konzept und aufgrund übervoller Tagesordnung im Bauausschuss, wenn ich an gestern Abend denke, wie wenig Tagesordnungspunkte wir allein beim Radverkehr geschafft haben, besteht die Chance, dass das Thema zeitnah als Anhörung kommt, die ist da eigentlich gleich null. Manche Fraktionsanträge, die weisen mittlerweile Jahresringe auf. Insoweit würden wir damit komplett die Bindefrist des Bieters reißen. Wir sehen hiermit auch insbesondere einen Versuch, auf Zeit zu spielen, um die Verkaufsoption an einen alle Bedingungen erfüllenden Käufer zu verhindern. Wir werden daher diesem Antrag auf Anhörung nicht zustimmen. Wir möchten jedoch an dieser Stelle den Oberbürgermeister, der nun leider nicht da ist, aber vielleicht kann ihm das übermittelt werden, auffordern, zeitnah die Ergebnisse der aktuellen Stesat-Prüfung vorzulegen und gegebenenfalls anhand des aktuellen Sachstandes die Vorlage zu überarbeiten. Für alternative Vorschläge erwarten wir allerdings seriöse Finanzierungsvorschläge und klare Aussagen zur zeitlichen Einordnung der Umsetzung. Danke. Vielen Dank, Herr Böhm.
Sobald wir verwaltungsseitig damit durch sind, das Thema entsprechend, wie es für den Rat auch geeignet ist, aufzubereiten, werden wir das natürlich tun. Aber nach Abschluss der Fraktionsrunde ein paar kurze Worte zum Thema von Herrn Kollegen Kühn. Bitte sehr. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht noch mal kurz zwei Punkte als sachdienliche Hinweise. Wir sind bereits seit Längerem in der Abstimmung mit der Bürgerinitiative zur Durchführung eines Bürgerforums. Frau Geiler ist ja dort die Vertrauensperson. Wir sind, haben Konsens über Inhalt und Format, also sprich Ablauf des Bürgerforums. Wir hatten dieses ursprünglich jetzt für den 16. April, für den Freitag, den 16. April vorgesehen, während es nunmehr am 19. April um 18 Uhr hier in der Messe durchführen. Durch die Bund-Länder-Beschlüsse haben wir, die ja den Lockdown bis zum 18. April verlängert haben, hätten wir zwar rechtlich trotzdem die Möglichkeit gehabt, das Bürgerforum am 16. durchzuführen, aber wir haben es für sinnvoll erachtet, dies am 19. zu tun. Das wird natürlich unter Einhaltung der notwendigen Gesundheits- bzw. Hygienemaßnahmen durchgeführt. Gegenstand des Bürgerforums werden natürlich die Ergebnisse des schon vielfach angesprochenen Stesat-Gutachtens sein. Die Ergebnisse werden dort vorgestellt und die verschiedenen Varianten dann im Rahmen des Bürgerforums diskutiert werden können. Die Stesat hat den Auftrag gehabt bekommen, bis zum 31.03. das Gutachten oder die Varianten entsprechend auszuarbeiten. Das wird uns dann übergeben. Verwaltungsseitig werden es dann, wie gesagt, auswerten und rechtzeitig auch für den Bürgerforum dann zur Verfügung stellen. Am 28. April müsste dann das Thema im Stadtentwicklungsausschuss behandelt werden und am 12. Mai im Stadtrat. Eine spätere Behandlung würde dazu führen, dass wir hinsichtlich der Verkaufsvorlage in eine Situation kämen, dass wir eine neue Wertermittlung durchführen müssten und der Bieter schon mitgeteilt hat, dass wenn dort eine wesentliche Veränderung, die er dann auf den Kaufpreis sich auswirken würde, zustande kommt, dass er dann sein Angebot nicht mehr aufrechterhält. Das vielleicht noch als Hintergrund. Wie gesagt, Bürgerforum 19. April, Montag, 19. April, 18 Uhr hier in der Messe. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich habe im Moment eine Wortmeldung von Herrn Dr. Schulte-Wissermann. Danach Herr Schollbach für das Schlusswort. Wenn es sonst niemanden gibt, würden wir das so eintakten, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Dann Herr Schollbach fürs Schlusswort und dann sortiere ich die Abstimmung der beiden Tagesordnungspunkte. Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitte sehr. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen in der Tribüne, im Saal und im Stream. Dresden, ich fange etwas pathetisch an, Dresden ist schön. Dresden ist an vielen Stellen wirklich sehr schön und die Frage, warum es so ist, ist, weil natürlich, wir kennen das alle, die Dresdnerinnen und Dresdner, die haben ein Gefühl für ihre Stadt, die kümmern sich um ihre Stadt, die wollen teilnehmen an dieser Stadt und deswegen sieht Dresden ja auch ungefähr so aus, wie es aussieht an vielen Stellen. Man muss sich ja mal vergegenwärtigen, wir haben jetzt die dritte Semperoper, die zweite Frauenkirche und das Sachsenbad fehlt jetzt noch. Ja, warum sollte man das Sachsenbad nicht auch wieder in einen Zustand bringen, wie es früher war oder in einen Zustand bringen, so dass man es, wie die Bürgerinitiative mit Leidenschaft da seit 15 Jahren für kämpft, dass wieder Wasser in irgendeiner Form drin ist. Ich möchte jetzt auf einen Punkt hinaus, ich rede jetzt gar nicht, doch, ich rede auch zu den Stadträtinnen hier, aber vor allen Dingen rede ich zu den Menschen da draußen. Das Bürgerforum, was jetzt angesetzt ist für 19. April, ist nicht, wie
wenn ihr, wenn Sie da draußen mal in einer Einwohnerversammlung waren, so eine Frontalveranstaltung, wo was erzählt wird, PowerPoints, dann darf man ein paar Fragen stellen, alle gehen nach Hause. Nein, das Bürgerforum ist ein ganz neues Format. Das Bürgerforum, und das wurde zu Recht schon gelobt, hat sicherlich die ausgedacht, wurde hier beschlossen. Das soll eine Kommunikation zwischen den Menschen draußen, der Politik und der Verwaltung darstellen. Das heißt, es werden Stadträtinnen anwesend sein, es werden Bürgermeister anwesend sein und es sind die Menschen, die kommen, anwesend. Und je mehr Menschen kommen und je mehr sie dann auch Input geben, je mehr sie vielleicht mit einem Antrag sagen, wir wollen das so oder wir wollen das so oder das wollen wir nicht, das wird protokolliert und die Ergebnisse werden dann den Ausschüssen und dem Stadtrat vorgelegt. Es ist nicht im luftleeren Raum, was da geredet wird, sondern da hat man jetzt wirklich die Möglichkeit, sich einzubringen. Ich weiß, es ist Corona und Pieschen und die Messe sind ja nur ein paar hundert Meter entfernt, aber man muss ja einmal außen rum fahren. Aber ich würde mir wünschen und ich würde auch wirklich dazu aufrufen und ich hoffe, Sie alle, die Parteien, rufen ebenfalls dazu auf, dass sich viele Menschen an dem Bürgerforum beteiligen. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn man ganz viele Enkel, Kinder, Mamas, Omas, Opas dort sehen würde. Also vier Generationen, wo man dann wirklich auch dokumentiert sieht, ja, wenn also Enkel und Kinder auch kommen, naja, dann hat die Oma aber schon so viel davon erzählt. Das ist das kollektive Bewusstsein, was wir haben für das Sachsenbad. Und das ist die Liebe, die wir haben für das Sachsenbad. Und deswegen, ich hoffe, das Bürgerforum wird hier ein sehr schönes erstes Bürgerforum und wird ein Zeichen setzen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich darf nun Herrn Schollbach um das Schlusswort bitten. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, lange sah es ja so aus, als hätte dem Sachsenbad das letzte Stündlein geschlagen. Es gibt seit mehreren Monaten eine Vorlage des Oberbürgermeisters, mit dem er vorschlägt, das Sachsenbad zu verkaufen und ein Bürogebäude draus zu machen. Und da haben wir von der Linken gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen erstens nicht, dass das kommunale Eigentum verscherbelt wird und wir wollen zweitens nicht, dass diesem wunderbaren Gebäude die Seele geraubt wird. Und wir wollen drittens, dass der Bürgerwillen umgesetzt wird und der Wille der Bürgerinnen und Bürger ist, dass dort ein Bad wieder hineinkommt. Und da ist es die Aufgabe des Stadtrates und ein Auftrag an den Stadtrat und auch ein Auftrag an den Oberbürgermeister, sich Gedanken zu machen, wie können wir Lösungen finden, um diesen Willen Geltung zu verschaffen und nicht, welche Gründe können wir finden, damit es nicht funktioniert. Lösungen sind gefragt. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen versuchen, eine Diskussion zu eröffnen darüber und wir wollen Türen öffnen und haben dazu verschiedene Anträge in den vergangenen Monaten gestellt. Lange waren wir allein mit unserer Position und jetzt ist etwas passiert in den vergangenen Wochen, das finde ich sehr interessant, dass nämlich tatsächlich erstens der Oberbürgermeister seine Vorlage bislang nicht zur Abstimmung gestellt hat. Das ist ja auch erstmal ein interessantes Signal, dass er tatsächlich auch die Möglichkeit, den Raum gelassen hat, für unsere städtische Gesellschaft, die Stesat, nochmal Prüfungen vorzunehmen. Dann haben wir gesehen, es ist Bewegung im Stadtrat, dass Fraktionen ihre Position ausdrücklich korrigieren oder dass Fraktionen damit beginnen nachzudenken, welche Lösung kann es sein. Das ist doch erstmal gut. Und wenn wir uns das anschauen, warum wollen denn die Bürgerinnen und Bürger, dass das Sachsenbad als Bad saniert und wiedereröffnet wird? Das ist doch ganz einfach. Zum einen haben sie tolle Erlebnisse gehabt, diejenigen, die dort drin geschwommen sind. Sie haben schöne Erinnerungen dran. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund. Land auf, Land ab werden Schwimmhallen gebaut. Langweilige Zweckbauten ohne jede Seele. Und das Sachsenbad ist eben etwas anderes. Es hat eine Seele, es hat eine Geschichte und das ist das Interessante daran. Und das gilt ja auch für andere Gebäude, die eine Stadt prägen, die die Identität einer Stadt ausmachen.
Und das spüren die Leute und deshalb setzen sie sich dafür ein. Es hat auch eine wichtige soziale Funktion, gerade an diesem Standort, früher gehabt und sie soll es auch wiederbekommen. Das ist das ganz Zentrale und deshalb kämpfen wir von der Linken auch so sehr dafür, dass wir jetzt keine falsche Entscheidung treffen. Und wir sind tatsächlich der festen Überzeugung, es wäre eine falsche Entscheidung, zu verkaufen und dann da eben ein schnödes Bürogebäude daraus zu machen. Nee, das wollen wir nicht. Und deshalb haben wir diese Anträge gestellt. Und wir sind sehr froh, dass jetzt diese Diskussion in Gang gekommen ist, dass wir hier ernsthaft miteinander ringen. Und wir sagen tatsächlich, wenn jetzt die Ergebnisse der Untersuchung der Stesat vorliegen, dann sollten wir uns unvoreingenommen mit diesen Ergebnissen hier im Rat befassen, sie beraten, sie diskutieren und dann auf dieser Grundlage eine Entscheidung treffen. Und es gibt doch ganz interessante Diskussionsansätze, die jetzt auf dem Tisch liegen. Nämlich, dass man überlegt, es einerseits zu sanieren im Bestand, dass man andererseits die Überlegung hat, einen Anbau mit einer modernen Schwimmhalle vorzunehmen und aus dem Sachsenbad selbst ein Gesundheitsbad mit Saunen etc. zu machen und entsprechend einen Komplex zu entwickeln. Und, das ist auch sehr interessant, dass der aktuelle Stand der Untersuchungen der Stesat ergeben hat, dass der Investor die Kosten für die Sanierung dieses Gebäudes viel zu niedrig angesetzt hat und dass es völlig unrealistisch ist, was uns da vorgelegt worden ist als Angebot. Und das müssen wir auch bedenken, denn es ist überhaupt nichts gekonnt, wenn wir sozusagen hier etwas verkaufen und nichts passiert. Das wollen wir vermeiden. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch mal die Chance, eine Fehlentscheidung abzuwenden, eine vernünftige Diskussion auf einer Grundlage einer aktuellen Untersuchung zu führen und dann eine Entscheidung zu treffen. Viele Menschen wünschen sich, dass das Sachsenbad als Sachsenbad saniert wird. Es ist notwendig, dass wir entsprechend eine Schwimmhalle errichten. Es ist notwendig, weil ein Defizit besteht und dieses Fenster, diese Chance sollten wir jetzt nutzen. Und ich freue mich sehr, dass der Druck, den wir in den vergangenen Monaten mit unseren Anträgen entwickelt haben, jetzt auch dazu führt, dass dieses Bürgerforum stattfinden wird. Das begrüße ich. Und insofern hat uns diese heutige Diskussion und die Diskussion der vergangenen Wochen zu diesem Thema vorangebracht. Und jetzt sollten wir den Weg beschreiten, nochmal alle in uns gehen und schauen, ob wir nicht doch eine Lösung im Sinne der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger finden können. Vielen Dank. Vielen Dank für das Schlusswort. Wir kommen dann zum Abstimmungsverfahren. Wir stimmen in der Reihenfolge die Tagesordnungspunkte 5 und 6 ab. Wir haben zum Tagesordnungspunkt 5, der zuerst abgestimmt wird, den Änderungsantrag der SPD-Fraktion. Ich schlage Ihnen vor, dass wir hier den Punkt 1 zunächst abstimmen. Das einzige Wort, was hier noch drin fehlt im Antrag, ist das Wort Bürgerbeteiligungssatzung hinter dem Paragraphen. Ansonsten kommt das dort mit rein. Wir würden dann den Punkt 2, die Ergänzung der SPD-Fraktion, abstimmen und danach den eventuell ergänzen Punkt 2 des Ursprungsantrags und dann ist die Abstimmung soweit fertig. Herr Drews, soweit in Ordnung? Ich glaube, nachdem die Linke ja das mit dem Zuabwägen im ersten Punkt schon übernommen hat, können wir über die Änderung sozusagen im ersten Punkt aus unserem Änderungsantrag verzichten und nur über die Ergänzung im zweiten Punkt abstimmen. Gut, okay. Also stimmen wir den Punkt 1 im Ursprung ab und dann den Punkt 2 die Änderung. Wir könnten theoretisch auch beim Punkt 2 erst die Änderung machen und den Rest dann im Komplex, aber das ändert sich an der Anzahl der Abstimmungen jetzt nicht substanziell. Also rufe ich zunächst Punkt 1 des Ursprungsantrags auf und bitte Sie um die Handzeichen, wenn Sie dem Geschäftsordnung. Ja, okay. Ja, sehr geehrter Herr erster Bürgermeister,
Ist noch nicht zu spät, wir würden gerne eine kurze Auszeit beantragen. Ist das möglich? Drei Minuten Auszeit. Wir haben mit der Abstimmung noch nicht begonnen. Während der Abstimmung dann natürlich nicht mehr. Aber wir sollen kurz davor einzusteigen. Machen wir eine ganz kurze Auszeit. Ja. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, wir kommen nun zur punktweisen Abstimmung. Ich rufe zunächst auf den Punkt 1 des ursprünglichen interfraktionellen Antrages und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen. Bitte um Zählung. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser Punkt 1 ist bei 51 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen ohne Enthaltung so bestätigt. Und ich rufe als nächstes die Ergänzung aus dem SPD-Antrag zu Punkt 2 auf. Wenn Sie dieser Ergänzung zustimmen, bitte ich Sie um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Diese Ergänzung ist bei 26 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen abgelehnt. Und ich komme damit zum ursprünglichen Punkt 2 des interfraktionellen Antrags ohne Änderung. Bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Und Enthaltung.
Dies ist bei 28 Ja-Stimmen, 39 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Vielen Dank. Wir haben damit die Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 5 absolviert und wir